Ja, der ist noch was. Ja, komm. Ich muss mal hier ins rote Haus gehen. Schicke Kopftuch, Mike. Deutlich angenehmer. Ich bin aus dem Knast ausgebrochen. Check mal den ersten Stock. Oh, ich blute, ich blute. Habt ihr Verbandszeug? Okay. Ich blute, ich mach schon, ich hab was dabei. Sehr schön. Oha, diese Dinger. Ja, die haben mich etwas überrascht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Danke für die Warnung, Mike. Kein Problem. Auto sieht leer aus. Da rechts im roten Haus war ich drin. Wo bleibt? Wo sei ich dein Teamkamerad? Das ist eine gute Frage. Oder bist du die ganze Zeit alleine gewesen? Also wir sind zumindest zusammen aufs Grundstück gegangen und dann war er weg. Ja, aber wer ist denn mit dir gegangen? Wo ist eigentlich mit mir gegangen? Ich schau mal da. Halbwegs. Wieso verschwindet Wu andauernd? Das kann doch auch nicht angehen. Ich meine, wir sind ein Team und es wäre scheiße, wenn einer stirbt. Auch wenn es der neue ist. Ja. Ist Mike hier vorne drin, ja, ne? Mike ist da rein, ja. Ja, das ist da rein. Na gut. Hier ist gar nichts, nur ein Motorrad. Da vorne rechts sind wir noch nicht rein. Genau, rechts sind noch zwei. Oder? Nee, Fu ist da hinten ins Haus rein. Ich habe gerade reinlaufen sehen. Das rote hier. Die orange Jacke übersieht man nicht. Kommen wir auch nicht wirklich durch. Ah, da ist er, ja, okay. Dann lass uns mal das andere Haus gehen. Zurück zur Kirche. Hier sind noch vorne Häuser, ist noch ein Haus, das haben wir noch nicht gehabt. Ja. Ah. Kommen wir nicht durch. Komm mit! Alleine durchschlagen bringt auch nicht. Okay, was gefunden? Hast du was gefunden, was wertvoll ist? Komm. Aha. Ist wieder eine Axt auf dem Dach. Komm mal. Da ist doch nichts drin. Jetzt ist da nichts mehr drin. Ratet mal, wer gerade Milch für seinen Cornflakes gefunden hat. Boah, geil. Also hast du ja wirklich Glück. Ah. Da ist noch was. Grüner Stahl ist leer. Rolf, ich komm mal mit dir mit. Brille. Was drin? Hey Leute, ich hab eine Kapsel gefunden. Oh. Oh, was ist das? Oh, ein Tequila, was haben wir denn hier? Nee, hier scheint auch nichts zu schaffen. Ich hab Hiking Boots. Oh, das ist gut. Hier, du kannst meine Military. Wo ist denn Wu schon wieder? Ich
Ich glaube, der steht nicht auf Gesellschaft. Ach, da ist er, da ist er. So, da müssen wir hier irgendwo verloren, diesen russischen Boot. Wo sind wir? Ha! Mal weg! Dann weiß der, wo wir noch nicht waren, ne? Waren wir da hinten schon drin? Wir waren da noch nicht, ich weiß nicht, ob die anderen da schon sind. Wir waren da vorne hinten waren schon. Wir schon. Ja, war die da schon? Ja, waren wir. Okay, die waren da. Im Grünen waren wir auch erkennen, schon. Erkennen, wo unser kleiner Japsel. Hat er sich schon wieder abge... Der Ruhe hat sich jetzt schon ein paar Mal abgekapselt und ist alleine durchgerannt. Wohl. Ist das, der uns hier Zeug klaut oder vor der Nase? Ja, ne. Ja, komm mit. Ich hab auf jeden Fall einen Kompass gefunden. Ah, ja. Ist? War der in dem roten Haus schon? Ja. Oh. Ich war da noch nicht drin, nein. Ich war da schon drin. So. Alles klar. Sonst oder? Ist hier, okay. Wir wollten... Ich habe eine Karte getroffen. Da vorne ist noch einer. Kennt sich jemand von euch gut mit einer Karte? Also ich kann Karten lesen. Ich hätte einen. Am Boden. Sollte sie zumindest sein. Wer meint ihr noch? Ich glaube, meine Karte zeigt noch nicht mal den Ort, wo wir gerade sind. Du bist nur bei nordöstlich, Chenaros Krater. Ah. So, fehlt der Chinese wieder? Ne, da ist er. 1, 2, 3, 4, warum lässt sich denn immer ab? Ich denke, so können wir einen deutlich größeren Radius abdenken. Das ist aber nicht der scheiß Plan. Der Plan ist, dass wir hier alle lebend rauskommen. Und das können wir nicht, wenn wir immer den anderen hinterherlaufen. Naja, egal. Ist ja alles gut gegangen. Ich habe noch eine Axt. Braucht noch jemand eine Axt? Eine Feuerwehraxt? Nee, eine normale Holz. Normale Axt. Nee, die habe ich schon. Ich hätte noch mal kurz eine Frage bezüglich unseres Equipments. Haben wir zufällig Kochsalzlösung oder sonst irgendwas dabei? Weil wenn mich vorhin Mike nicht gewarnt hätte, dann... nicht Mike, tut mir leid. Nach Rolf gewarnt hätte, dann wäre ich von einem Zombie umgebracht worden. Bist du infiziert oder? Ich hätte noch Alkohol, aber... Nein, bin ich nicht, aber er hat mich ein bisschen erwischt. Aber ich habe Gott sei Dank noch was zum Verbinden da gehabt. Willst du ein bisschen Alkohol? Ich habe Schlüssel für meine Handschellen gefunden. Rolf, da muss ich ja dann sagen, hast du deine Sache jetzt, wenn du jetzt gemacht, jemanden einsperren willst, dann kannst du ihn ja jetzt abschließen. Kann ich, sehe ich das richtig, dass in diesem Riesendorf nur ein einziger Zombie war? Ja, so ja. Sieht's aus. Also dann war definitiv... Hast du die Größe dieser Häuser gesehen? Und die ganzen Autos dort für, dort hinten? Die sind alle weg. Ich glaube, es haben zwei Zombies. Vielen Dank, Mike. Trotzdem, zu wenig. Hier müssten deutlich mehr sein bei der Größe. Hier war... Irgendjemand ist hier schon gewesen. Ich denke, das ist nicht allzu lang her gewesen. Das sind riesige Häuser hier. Das sind wohlhabende Leute. Das sind keine Slums hier. Die Leute sind weg. Ja. Irgendwo, wo es gesünder ist zu leben. Warum sollte man, wenn man reich ist, in so einem abgelegenen Kaff? Habt ihr da in die Hütte geguckt? Da war ich noch. Die Frage ist doch, wir sind jetzt auch nicht gerade unbedingt nicht wohlhabend. Ich für meinen Teil. Und trotzdem bin ich hier, also. Wartet mal kurz auf Rolf. Der geht da vorne in die Hütte rein. Ja, ich bin auch gut. Aber ich finde die Dinger cooler als die Mann. Und da kommt er auch schon wieder. Da waren nur ein paar Wanderstiefel drin. Na, die können wir doch jetzt gebrauchen. So, wenn wir dieser Stadt folgen, kommen wir in die nächste Stadt.
Rechts von uns ist jemand. Was? Rechts, alle in Deckung. Am Zaun. Am Zaun. Ja, als nichts, oder? Fuck, wer ist das denn? Könnt ihr was erkennen? Kennt ihr den? Halt! Stop. Das ist eine Maske, oder? Stopp! Fuck, der sieht aber... Der ist wahrscheinlich bewaffnet, oder? Ey, bleib vorsichtig, so. Geh nicht allein! Irgendjemand ich kann ihn im Visier. Irgendjemand mit einer Schussverfangen. Einer bleibt hier hinten und hat... Lass ihn uns flankieren. Wir gehen links rum, lass uns rechts rum gehen. Da am Zaun. Das war aber noch nicht. Ja, wie gewarnt. Fuck, du hast gesagt, es ist bis 3. Alter, ich wäre noch stehen geblieben, Mann. Ich hab 1-2-3 gesagt. Du hast 1 gesagt, du hast einfach geschossen. Das ist mir völlig bescheuert. Er hat... Ich hab 1-2-3 gesagt. Der hatte eine Menge Wasser. Du hast nur bis 1 gezählt, Mann. Okay, dann hab ich das Du hast den kaltblütig nicht abgeschossen. Verdammt, was bist du denn für einer? Du kannst doch nicht einfach... Eiskalt... Du bist Amerikaner, du müsstest das doch am besten verstehen. Ja, nein, wir schießen uns doch nicht... Das ist völlig irre. Mein Gott, die anderen beiden hast du doch auch nicht abgeschossen, die wir heute getroffen haben. Der Typ hatte nicht mal seine Waffe gezogen. Ich hab doch noch Handschellen für den Notfall. Jetzt zündet ihn einfach, hallo, das ist ein Fakt. Okay, ihr klaut, ihr zieht ihm so die scheiß Schuhe aus. Ich glaube, jetzt kann er die Schuhe nicht mehr gebrauchen. Dann... Leute, ich glaube, wir müssen nicht. Mal ein... Leute, ich glaube, wir müssen mal einen Schlussstrich ziehen, nicht, dass er wieder aufwacht. Ich meine, was das ist? Ich bin ziemlich sicher, dass wir gezählt haben. Also überleben wir denn? Was denn? Ich hab das nicht. Mein Gott, sind wir jetzt Banditen oder... Wir können doch nicht einfach so eiskalt... Oh, mein Gott, ich habe keine Lust, dass der wieder passiert. Aufsteht. Ja, sicherlich. Was bei dir? Ich hab ihn gewarnt. Was? Ich kann gar nicht glauben. War doch gar keine Gefahr. Er hat aber nicht reagiert. Du als Amerikaner müsstest das doch verstehen. Ihr schießt doch auch erst und stellt dann frei. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wären wir so groß geworden, wenn wir uns alle nur gegenseitig umbringen, oder was? Nein, ihr seid groß geworden, weil die anderen gegenseitig umgebracht hat. Ja, vielleicht hat er ja nur eine Gruppe gesucht und wir sahen ganz freundlich aus, ja, haben wir ihn ja gut verarscht. Leute, ich glaube, das hat ein komplett anderes. Seht ihr nicht die Bisswunde? Das wird auch. Ich glaube, der hat angefangen zu halluzinieren. Nein, der war schon halt Zombie oder was? Nee, das war er nicht, aber ich glaube, der war kurz davor. Ich meine... Halluzination ist einer der Anfangsstadien oder beziehungsweise absolute dass man total durch im Kopf. Nichtsdestotrotz sollten wir ihn begraben. Na, dann haben wir noch ein paar mehr hier, diese Stadien. Halt begraben, was heißt denn, wenn hier noch mehr sind? Die knüpfen uns doch am nächsten Galgen auf, Baum, also... Wir haben nicht die Zeit dafür. Ja, stimmt, wir müssen auf jeden Fall mehr Leute. Kann ihm niemand mehr an seine Sache. Der Kerl hat unglaublich viel Munition dabei gehabt. Schieß. Ja, aber eine Waffe? Nein. Fuck it. Na, wir gut, sollten weiter. Wir sollten wirklich weiter. Ich will nicht gesehen werden, wenn hier nur eine erschossene Leiche rum. Wir glauben, jemanden gesehen zu haben. Ja. Noch ein. Halt das Gewehr und... Ist doch... Ja. Aber die Axt zücken ist schon angebracht. Alles klar, wenn hier einer ist, würde ich mal sagen, in Deckung.